So, herzlich willkommen hier bei mir auf einem neuen Video. Und zwar reden wir heute über das wohl für mich vorher unbedeutendste Motorrad bis zum heutigen Tag hier im Mugello. Und zwar geht es um die Aprilia RSV4 Factory, Baujahr 2017. Das Motorrad gehört am Andreas, er hat es mir zur Verfügung gestellt, danke Andreas dafür. Ich bin das erste Mal mit der Aprilia gefahren, wie gesagt, ich habe es bisher noch nie so wirklich als relevant gefunden, dem Motorrad überhaupt eine Beachtung zu schenken. Das hat eigentlich keinen negativen Grund gehabt, sondern einfach, das hat sich einfach noch nicht ergeben. Und für mich war das Motorrad quasi gar nicht so richtig existent. Sondern jetzt hat sich eben die Möglichkeit ergeben und ich muss sagen, dass ich so positiv überrascht von dem Motorrad bin, dass ich jetzt darüber ein Video mache. Ich habe selten ein Motorrad, man muss dazu sagen, die RSV4 vom Andreas ist schon ein bisschen umgebaut. Der hat eine andere Federbestückung drinnen, der hat auch eine andere Lichtmaschine drin und dementsprechend ein bisschen Leistung gemacht und so. Also ist nicht mehr ganz original, aber relativ seriennah, sage ich jetzt mal. Also so stockmäßig kann man das eigentlich schon beurteilen. Und das Erste, was du auf dem Motorrad fühlst gegenüber anderen Motorrädern, vor allem hatte ich jetzt seit die letzten Tage hier im Mugello, es hat nicht immer geregnet, so wie jetzt, hatte ich die Möglichkeit, mehrere verschiedene Motorräder zu fahren und da war die Aprilia am allersouveränsten. Und hier im Mugello ist es auch extreme Eigenschaft, wenn du hier die ganz lange Stadt Ziel kommst und dann ist hinten so eine Kuppe. Wer noch nicht im Mugello war, oder wer im Mugello war, der weiß es. Und wer noch nicht war, dem sage ich es jetzt. Also Kuppe, da fährst du mit knapp 300 oder vielleicht sogar 300 km/h drüber. Ich glaube, es standen auf dem Tacho so 289. Und da brauchst du ein Motorrad, das dir sehr, sehr viel Sicherheit und sehr, sehr viel Souveränität zur Verfügung stellt. Und das macht die Aprilia innerhalb der ersten Runde. Und das hatte ich zum Beispiel mit anderen Motorrädern, mit denen ich jetzt die Tage hier gefahren bin, nicht gehabt. Und es war mit der Aprilia sehr, sehr eindeutig. Dann kommt dazu, die Aprilia ist jetzt, die sieht jetzt zwar nicht so klein aus, aber wenn du da drauf sitzt, dann merkst du ganz schnell, dass du relativ schnell mit dem Kopf hier hinten hinkommst. Was vielleicht im ersten Moment ein bisschen, wie soll man sagen, Unbehagen wirkt, aber wenn du dann beim Fahren bist, kannst du das eigentlich als sehr, sehr großen Vorteil nutzen. Denn wenn du aus der Kurve raus beschleunigst, bist du viel leichter dabei, deinen Körper im Wheelie-Modus, also wenn das Motorrad wheelt, nach vorne zu bringen und dementsprechend mit dem Kopf neben die Kanzel zu gehen, was du bei einem längeren Motorrad nicht kannst. Ein zweiter positiver Faktor für die Kürze oder für die Kleinheit des Motorrads ist, dass du viel mehr übers Zentrum fahren kannst. Und das ist mir auch ganz extrem aufgefallen. Die Tankform ist hier für diesen äußeren Knieschluss am äußeren Kurvenfuß ein sehr gutes Teil, dass du quasi mehr mit dem inneren Oberschenkel des Motorrad diagonal übers Zentrum fahren kannst. Und das ist das, was sehr wenige Motorräder im Serienzustand so haben. Ich musste bei meiner R1 zum Beispiel diese spezielle Tankhaube montieren, die halt weiter nach hinten geht, damit ich mehr über den Oberschenkel fahren kann. Und das ist hier bei der Aprilia schon serienmäßig. Und du kannst
Du sitzt quasi mehr im Motorrad drin. Wenn du schon mal eine BMW gefahren bist, dann weißt du, dass du auf der BMW mehr oben drauf sitzt und hier sitzt du mehr im Motorrad drin, was dir sehr viel Feedback, sehr viel Vertrauen gibt und du spürst das Motorrad ganz extrem. Und somit kannst du innerhalb kürzester Zeit auch relativ zügige Runden hier fahren, was mich extrem verwundert hat. Und da kommen wir jetzt zu der nächsten Stelle, weil das passt nämlich gut zusammen. Das ist der Motor. Das ist ja die Factory-Version 2017, Entschuldigung. Und der Motor ist ähnlich wie bei der R1 sehr unspektakulär, weil du aus unteren Drehzahlen ohne viel Lärm, ohne viel Drehzahl dementsprechend ruhig beschleunigen kannst, einen guten Grip aufbaust und du fühlst dich relativ langsam. Wenn du dann aber den Tacho siehst oder wenn du dann die Rundenzeit siehst, dann ist es doch relativ schnell. Und das hat den Vorteil von diesem Motor, von diesem V4, und das ist wirklich eine Ähnlichkeit wie mit der R1. Also wirklich, das ist fast wie zu Hause, das Motorrad für mich, gell? Also muss man wirklich sagen. Und da kommt man eigentlich schon wieder zum nächsten, und zwar ist es die Flexibilität, vor allem von dem Rahmen in Verbindung mit der Schwinge und so weiter. Das Motorrad ist sehr flexibel und passt sich der Kurve richtig an. Man merkt es beim Beschleunigen, dass sie vielleicht tendenziell ein bisschen dazu geneigt ist, sich zu verbiegen. Also man fühlt es richtig, dass das Motorrad sich verbiegt und verdreht, baut dadurch aber sehr viel Grip auf und ist sehr kurvenwillig. Wenn du das glatte Gegenteil davon nimmst, ist zum Beispiel die BMW, die einen sehr harten, starren Rahmen hat, da musst du mit den Federkomponenten, mit den Gabelkomponenten dementsprechend arbeiten, dass das Motorrad quasi ums Eck geht, und da macht viel der Rahmen. Und es ist aber trotzdem nicht irgendwie instabil an der Bremse, wo man meinen könnte, ja, flexibler Rahmen macht viel Instabilität bei der Bremse, ist nicht der Fall, weil du kannst es mit viel Kurvenspeed durch diesen flexiblen Rahmen wieder kompensieren. Und somit macht es einen sehr, sehr souveränen Eindruck. Was natürlich interessant ist, dass es das Motorrad, so wie es da steht, so ziemlich aus der Schachtel ist. Also da ist auch keine Verkleidung nicht geändert oder so, das ist alles serienmäßig. Der hat jetzt, glaube ich, nur die anderen Kühlerschläuche und das Thermostat rausgenommen. Somit hat er gesagt, hat er 15 Grad von der Wassertemperatur runtergekriegt. Da ist natürlich von Haus aus eine super Auspuffanlage drauf. Wir sind die jetzt mit Dunlop-Slicks gefahren. Vorne 3er-Mischung, hinten 2er-Mischung. War sehr okay. Also ich bin selten Dunlop gefahren oder schon lange nicht mehr so, aber das hat jetzt alles in allem sehr gut zusammengepasst. Das Einzige, was ich jetzt an dem Motorrad verändern würde, der Andreas, der hat ist vielleicht ein bisschen ein stärkerer Bremser als ich. Ich bin nicht so ein guter Bremser. Der hat da 11er Feder drin. Ich hätte da jetzt eine 10er vorne reinpackt. Das heißt, für die, die es nicht wissen, eine 11er Feder ist härter als eine 10er. Also 100 oder 110 Kilo quasi. Also ist jetzt ein 110 Kilo drin. Ich hätte eine 100er rein tun. Da habe ich dann, muss ich nicht immer so extrem auf der Bremse in die Kurve reinankern. Da kann ich dann auch mal mit weniger Bremse zum Scheitelpunkt fahren. Und ich habe quasi mehr Einfederweg mit einer weicheren Bremse bei gleicher Last als mehr Einfederweg bei einer weicheren Feder bei gleicher Last als wie mit der gleichen Last bei einer härteren Feder. Und ich möchte ja am Mid-Corner, quasi am Scheitelpunkt, möchte ich schauen, dass die Gabel dementsprechend weit eingefedert bleibt. Und das geht natürlich nur, wenn die Feder auch weich genug ist oder richtig abgestimmt ist für mein Körpergewicht. Das hätte ich jetzt zu bemängeln bei dem Motorrad, aber das ist ja, wenn du in das beste Motorrad eine falsche Feder reinsteckst für dein Körpergewicht, dann passt das beste Motorrad nicht mehr zu dir, dann fährst du mit dem auch nicht mehr. Also das ist das Einzige, was ich an dem Motorrad verändert hätte. Im Summa summarum bin ich extrem positiv überrascht, dass das Motorrad auch so einen großen Flex hat im Rahmen und so wirklich flexibel und elegant quasi fährt und ohne große Unruhe. Und das ist ja das, was ich will. Ich möchte als Fahrer von einem Motorrad vermittelt kriegen, Junge, ist alles in Ordnung, du kannst Gas geben, und das genau das macht die Aprilia wirklich extrem gut. Vor allem, wie gesagt, hier die Startziele unter 300 km/h, die Kuppe, da hat mir dann sogar die Elektronik das Gas weggenommen an der Kuppe wegen Willi oder Neigung oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie oben war, vermutlich hat sie mir das Gas weggenommen, und ich dachte mir so, hey, wieso denn, ja, geht doch noch, du kannst eigentlich noch drauf bleiben. Also so sicher hat mir das Motorrad das Gefühl gegeben, und da waren auch keine Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten. Es war wirklich sehr, sehr unspektakulär, aber trotzdem sehr schnell.
Also ich bin das Motorrad vorher noch nie gefahren, bin noch keinen Meter drauf oben gesessen, habe jetzt im Mugello nicht so groß die Erfahrung und bin sofort der 204 T4 gefahren, innerhalb der ersten zwei, drei Runden. Dann haben wir viel Verkehr gehabt, habe ich natürlich nichts riskiert, ist nicht mein Motorrad. Ist auch ganz klar. Ich hätte jetzt gerne noch weitere Turns mit der Aprilia hier gefahren, leider hat uns aber das Wetter dementsprechend im Stich lassen. Der Wetterbericht hat zwar gestern quasi recht gehabt für heute, aber heute hat er dann für heute nicht mehr recht gehabt, leider. Somit sind wir jetzt quasi am Einpacken und wir sehen uns aber nochmal nächste Woche in Brünn. Das heißt, da darf ich nochmal mit der RSV4 fahren und der Andreas fährt einmal mit meiner R1. Der Andreas hat mir auch gesagt, dass er das Motorrad eventuell verkaufen will. Der Andreas hat das Problem, dass der noch einen Kopf größer ist wie ich. So, jetzt bin ich 1,80 Meter und 1,80 Meter ist da schon, sag ich mal, Limit. Ich habe ja vorher gesagt, das Motorrad ist relativ klein, was Vorteile mitbringt. Aber natürlich von der Ergonomie her bringt es auch ein bisschen Nachteile mit. Und du musst dich schon extrem klein machen, vor allem auf der Start-Ziel. Da hast du dann schon zu tun, dass du deinen Kopf da in die Kanzel reinkriegst. Also das ist schon, also sag ich mal 1,80 Meter. Also ich bin schon fast ein bisschen zu groß. Wenn ich 2-3 cm kleiner wäre, dann glaube ich, wäre es absolut perfekt für mich. Und somit hat der Andreas, der ist ein bisschen schon ältere Generation, der tut sich da ein bisschen schwer, dass er mit dem Genick da reinkommt. Und, aber so leid, wie es ihm tut, er wird wahrscheinlich die Aprilia verkaufen. Er wird sie wahrscheinlich hergeben, eben wegen der Größe. Weiß nicht, wenn jemand von euch Interesse hat, schreibt es mal in die Kommentare oder schreibt es mir eine E-Mail, ich gebe gerne den Kontakt weiter. Dann kann man das eventuell gerne vermitteln, also das ist auch kein Problem. Ich freue mich, wenn wir nächste Woche in Brünn sind. Hoffentlich haben wir da besseres Wetter und ich kann ein bisschen mehr fahren damit. Vielleicht halte ich euch mit einem Teil 2 am Laufenden. Bis dahin, danke, wenn du mich noch nicht kennst, darfst du den Kanal gerne abonnieren, einen Daumen hoch geben. Bis dahin und ciao. Just close your eyes and let them rest. I know it's hard to fall asleep, but do your best. 'Cause there's a place.